hat jetzt Ole Schaus, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Kulturpolitisch war in letzter Zeit viel von großen Plänen und Namen zu hören, leider weniger von handwerklich guten Konzepten oder nachhaltigen Strukturlösungen. Aber es kann und darf bei dem Auftrag, den die Bundeskulturpolitik hat, nicht nur um schnelle Erfolge und leere Ankündigungen gehen. Ein erstes Paradebeispiel ist die ausstehende Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes. Und hier war im Sommer die Aufregung groß, die Feuilletons waren voll davon. Und da stellt man sich die Frage, warum war das so? Weil unsinnige Neuregelungen bei Künstlern und Sammlern Panikreaktionen ausgelöst haben. Es ging um private Leihgaben in öffentlichen Museen. Es ging um die Zutrittsrechte zu privaten Sammlungen. Diese Regelungen, Frau Staatsministerin, befanden sich in einem Entwurf, in einem Referentenentwurf Ihres Hauses. Und jetzt müssen Sie unter Hochdruck nachbessern. Und da sage ich Ihnen, das war nicht nur handwerklich ganz schlecht, das hätte Ihnen so nicht passieren dürfen. Mal ganz abgesehen von Ihrer miserablen Kommunikation. Es bei einem so hart umkämpften Gesetz zu versäumen, das Warum und das Wie von Regelungen verständlich zu erklären, das war ein eklatanter Fehler. Sie haben unnötig Öl ins Feuer der Händlerlobby gegossen. Und hier hätte ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, mir von einer Staatsministerin mehr Weitblick und einen professionelleren Umgang erwartet. Mit massivem Widerstand durch die Händlerlobby war zu rechnen. Das haben Sie gewusst. Das hat die Umsetzung des Kulturgüterrückgabegesetzes 2007 bereits gezeigt. Und die wichtigen Fragen, zum Beispiel unter welchen Voraussetzungen Kulturgut zukünftig als national wertvoll eingetragen wird, das lassen Sie weiter offen. Hier bestätigt sich Ihre Vorgehensweise, großes Ankündigen, nicht entsprechend inhaltlich nachliefern. Und noch ein Thema der Kategorie schöner Plan, fehlendes Konzept. Das steht auf der kulturpolitischen Agenda, das Humboldt-Forum, Sie haben es eben wieder erwähnt. Auch hier hören wir von der Bundesregierung vor allem euphorisierte Superlative. Mit dem Gründungsintendanten Neil McGregor steht uns herausragende Kompetenz zur Verfügung, ganz ohne Frage. Das ist gut, aber das reicht ja nicht aus. Bis heute haben Sie konzeptionell immer noch nicht Substanzielles geliefert. Und offen bleibt neben dem Inhalt außerdem die zukünftige Finanzierung. Und auch bei TTIP sind wir Zeuginnen einer Kulturpolitik, die Großes verkündet und erst dann schaut, wohin die Reise geht. Sie behaupteten, Frau Staatsministerin, die Kultur könne von den Verhandlungen durch eine Generalklausel ausgenommen werden. Haben Sie konkret etwas dazu gemacht? Wir haben seitdem nichts mehr von Ihnen dazu gehört. Das Gutachten unserer Fraktion zu den möglichen Auswirkungen von TTIP auf den Kulturbereich hat gezeigt, die Verhandlungsstrategien der USA lässt eine solche Ausnahme überhaupt nicht zu. Ich sage Ihnen, so bedeutende Verhandlungen können Sie nicht laufen lassen nach dem Motto, wird schon gut gehen. Das reicht uns, das reicht auch den Kulturleuten nicht aus. Was wir von einer Kulturstaatsministerin erwarten und zu Recht erwarten können, ist eine nachhaltige Kulturpolitik und eine Vision für morgen. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, ich frage Sie, wo finden wir die im Koalitionsvertrag angekündigte konzeptorientierte Kulturförderung? Wo die Analysen und Statistiken und eine verstärkte Kulturpolitikforschung und die angekündigten Maßnahmen zur Inklusion, zur Geschlechtergerechtigkeit und interkultureller Öffnung von Kulturbetrieben? Gerade jetzt, wo uns alle das Thema Flucht vieler Menschen beschäftigt und uns alle angeht, und viele von Ihnen haben das heute erwähnt, genau da ist auch die Kulturpolitik der Regierung gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Und ich hoffe, dass wir Ihre Konzepte dazu bald bekommen werden. Ich sage noch mal, große Pläne brauchen gute und nachhaltige Konzepte. Das ist im BKM eine große Leerstelle. Darum, Frau Grütters, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Sie haben nur noch 2 Jahre Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank für die SPD.